Jetzt sind wir wieder ein Game davor. Oh mein Gott, Digga. Jetzt müssen wir es echt schaffen, Mann. Ja, du hättest das eine Mann nicht reingehen sollen. Ja, war dumm. Nee, ich dachte, wir... Ach, Digga. Nee. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute ein richtig heftiges Video für euch vorbereitet. Und zwar, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich habe Tick gepusht. Ganz, ganz lange Zeit. Angefangen hat das Ganze im 100-Stunden-Stream. Da haben wir ihn hochgepusht auf 1000. Und dann ging es weiter in meinem 24-Stunden-Stream. Da habe ich angefangen, Tick auf Rang 35 zu pushen. Dann ging es weiter im 50-Stunden-Stream. Da haben wir 2 Nächte Tick gepusht. Dann ging es weiter in einer Nacht. Da haben wir auch probiert, Tick zu pushen. Da habt ihr hier das Video gesehen. Das Ganze ging ein kleines bisschen nach hinten los, weil Zaka irgendwann abgehauen ist und wir nicht weitermachen konnten. Kevin, das Ei hat insgesamt sogar knapp 35 Stunden gepusht. Was seine Eltern wohl dazu sagen würden. Du bist Schande, meine Sohnemann, nix gut machen. Oh warte, das waren meine Eltern. Und ich habe jetzt noch eine weitere Nacht den guten Tick gepusht. Und was genau passiert ist, ob wir es geschafft haben oder nicht, seht ihr jetzt. Oh, oh, Mortis. Gute, komm. Der Dings ist low. Mr. P ist sehr low. Ja, Mortis ist aber Mitte, der fängt alles ab. Oh, Digga, oh mein Gott, der unten. Noch einen rausholen. Oh mein Gott, dieser Tick überlebt mit 450 HP. Das kann doch nicht, ja, sein, kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Ach nee. Okay, Leute, noch eine ganz wichtige Info, bevor es jetzt weitergeht. Und zwar am 15.05. um 14 Uhr auf merchbase.de/dermerch kommen richtig geile neue Handyhüllen raus. Leute, die sehen Real Talk unglaublich cool aus. Ihr seht jetzt hier gerade mal die Rückseite. Ihr habt hier einfach mal das Dermerch-Handy-Design-Logo, Lukas und meine Unterschrift und unten könnt ihr die Handyhülle an euch anpassen. Das heißt, ihr könnt euren Ingame-Namen raufschreiben lassen und sogar eure Spieler-ID, das heißt eure Handyhülle ist komplett angepasst an euch. Es gibt für fast alle Handys eine Handyhülle, ihr könnt gerne schon mal auf der Website vorbeischauen, euch eure Handyhülle schon mal designen und dann seht ihr auch, ob für euer Handy eine Handyhülle erhältlich ist. Wie gesagt, kommt die dann am 15.05. um 14 Uhr raus, ist streng limitiert, also seid echt schnell, wenn ihr davon eine haben möchtet und speichert euch das Datum. Wieso kriegen wir denn immer noch normale Kombos, WTF? Das ist halt so ein Witz, ich hab von auf 1100 gespielt, die ganze Zeit, da haben wir die ganze Zeit Randoms gefaced, das kann einfach nicht wahr sein. Digga, 85 HP! Hast du den? 85 HP hat der. Nee, der ist direkt weg, ich kann ihn nicht mehr holen. Oh mein Gott, 85 HP, 84 HP. Hä, wieso ist der Mortis auch wieder so gut? Kriegt halt immer Double Ultim. Ich bekomme mit der in die Enge gedrängt worden. Wieso kriegen wir denn keine Bot-Gegner, hä, WTF? Alter, es tut mir so leid, ne? Ich weiß auch nicht, was da passiert gerade. Oh mein Gott. Nein. Uncle Mo. Hä, war... Oh, Leute, im Game. Game. Rechtes Deko. Pass auf, Martin. Ja, ich hab jetzt gleich Ulti. Crow hat Jump, pass auf, Kevin. Mach Gadget. Stark. Muss safe gehen. Stark. Nice, stark, ja. Kevin, lass dich leicht fallen. Oh, bitte hol den, Alter. Nein, 144 HP. Oh Gott. Ach, Jungs. Ich hatte jetzt nur noch raus. Bist du noch irgendjemand? Ja, du hättest das eine Mann nicht reingehen sollen. Ja, war dumm. Nee, ich dachte, ich... Ach, Digga.
das war unnötig. Oh, ja, das ist ein guter Game. Oh mein Gott. Hab oh mein Gott. Das letzte Spiel sind nochmal richtige. Egal. Tick hat Kopf, ich habe auch Kopf. Ja. Du bist mein Pull. Nice. Oh, Zaka. Be live. Ja, tschüss erstmal. Der Byron ist the one. Ich hab ihn so knapp gehabt. Ach, oh mein Gott, Digga. Schade. Full Counter. Oh mein Gott, Junge. Nein. So ein Counter, Mann. Mann! Junge, ein Game davor. Byron gegen Jean, arrange me. Oh mein Gott. Ach, Digga. Game. Oh mein Gott, okay, wir haben ein Game. Oh, das... Eine Jackie und ein 8-Bit. Sieht bisher gut aus, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Die mir hat sich gelohnt, krank. Oh mein Gott, Digga. Es sind einfach Stream-Sniper, Mann. Wer auch immer das ist, Kuss geht raus an euch drei. WTF, Junge, er hat sogar den Saloon 8-Bit. Oh mein Gott, Junge. Nach all den Days, Digga. Nach all den Stunden. Oh. Großen Respekt, dass du gar nicht aufgegeben hast, wirklich. Krank. Mein Gott, Digga. Es hat so lange gedauert, Mann. Wie gesagt, Leute, wir haben 5 Nächte, es waren echt 5 Nächte, die wir dafür durchgemacht haben, inklusive halt der heutigen Nacht. Oh mein Gott, Junge. Digga, ich kann es echt nicht glauben, dass wir es wirklich geschafft haben, Mann. GG's. Oh mein Gott, Digga. Und jetzt schaut euch das an. Oh mein Gott, Digga. Let's go, Mann. Schaut euch das an, wie das aussieht. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Digga. Der erste 35er. Es hat so lange gedauert, Mann. Ja, Leute, war auf jeden Fall ein geisteskranker Push. Wir haben es dann am Ende tatsächlich geschafft, den guten Tick hier auf 1250 hochzubringen. Oh mein Gott, Alter, mein erster Brawler einfach. 1251 Pokale, es ist so heftig. Checkt alle aus, die mitgeholfen haben. Also Zaka, Martin, die ganzen Konsorten, alles in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sehen uns, haut rein und ciao, ciao.